Schönen guten Morgen. Sie sehen hinter uns keine Liste Bills Roll-Ups, auch nicht unser einziges Plakat, weil das keine Pressekonferenz der Liste Bills ist. Rechts neben mir sitzt mein Parlamentskollege und Euterfreund Karl Oehlinger, der mit Sicherheit kein Kandidat der Liste Bills ist. Deswegen machen wir das so. Auch weil das kein Alleinanliegen unserer Liste ist, sondern eine Angelegenheit, die wir im Sinne aller derzeitigen und künftigen Abgeordneten zum Nationalrat klären wollen. Ich erzähle kurz die Vorgeschichte und dann werden meine Kolleginnen und Kollegen in einigen Aspekten schildern, was diese Verfassungsklage bedeutet und warum sie notwendig ist. Vorgeschichte ist ganz einfach. Wir haben ein ORF-Gesetz und wir haben einen laufenden Wahlkampf und wir haben eine Reihe von Entscheidungen der ORF-Geschäftsführung. Damit es hier kein Missverständnis gibt. Ich glaube, alle, die hier am Podium sitzen, haben immer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigt. Ich habe Journalisten und Journalistinnen des ORF gegen alle Angriffe von ÖVP, von FPÖ, von vielen anderen verteidigt. Aber eins verteidige ich nicht. Wenn die ORF-Geschäftsführung, und es handelt sich ausschließlich um die ORF-Geschäftsführung, das einzige Gesetz systematisch bricht, das für den ORF gilt, nämlich das ORF-Gesetz. Ich habe nicht darüber zu befinden, wie Redakteurinnen und Redakteure des Unternehmens damit umgehen. Das ist deren Angelegenheit. Aber ich und wir werden uns bestimmte Entwicklungen einfach nicht bieten lassen und ich schildere Ihnen den Kern des Problems. Es gibt nach allen Umfragen seit einem Monat unverändert drei wahlwerbende Listen, die in etwa gleich stark sind. Das sind die NEOS, das sind die Grünen und das ist unsere Liste Pilz. Zwei dieser Listen genießen alle Einladungen des ORF. Sommergespräch, Konfrontationen, Elefantenrunde, was es sonst noch gibt. Wir sind von all dem ausgeschlossen. Dafür gibt es weder eine gesetzeskonforme noch eine sachliche Begründung. Es gibt das ORF-Gesetz und in Paragraph 4 des ORF-Gesetzes wird, ich zitiere, der öffentlich-rechtliche Kernauftrag festgelegt. Das ist ganz einfach. Paragraph 4.1. Der österreichische Rundfunk hat durch die Gesamtheit seiner gemäß Paragraph 3 verbreiteten Programme und Angebote zu sorgen für, erstens, und darum geht's, die umfassende Information der Allgemeinheit über alle wichtigen politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Fragen. Also, umfassende Information der Allgemeinheit über alle wichtigen politischen Fragen. Der ORF hat nicht das Recht zu sagen, wenn drei Parteien gleich stark sind und mit größter Wahrscheinlichkeit alle drei in den Nationalrat einziehen, dann sind zwei wichtige politische Fragen und die eine ist keine wichtige politische Frage. Das erlaubt das ORF-Gesetz nicht. Das ist Willkür und das grenzt an Zensur. Und wir können uns das einfach nicht gefallen lassen. Und jetzt gibt es die ORF-Rechtsabteilung, die sich zurückzieht auf eine formale Argumentation und darum geht es heute. Nur wer nach dem Geschäftsordnungsgesetz des Nationalrats einen Parlamentsclub gebildet hat, kann eingeladen werden. Das war vor dem Jahr 2013 so geregelt, dass eine neue Kraft wie etwa Team Stronach, die sich aus Abgeordneten anderer Clubs zusammengesetzt hat, einen neuen Club bilden konnte und damit selbstverständlich in allen Formaten des ORF berücksichtigt worden ist. Die Regierungsparteien haben daraus gelernt und es hat im Jahr 2013 einen gemeinsamen Antrag von SPÖ, ÖVP und FPÖ gegeben, das zu ändern, damit nur das Alte vom ORF berücksichtigt wird und das Neue keine Chance hat. Das war der Sinn dieses gemeinsamen Antrages, der Abgeordneten Schapp, Kopf, Fichtenbauer, Scheibner und Kollegen. Und das ist auch so beschlossen worden.
Und seitdem ist es nur noch am Anfang einer Legislaturperiode erlaubt, einen Club zu bilden und dann nicht mehr. Wir sitzen deshalb zu fünft hier, um zu signalisieren, dass sich jederzeit fünf Abgeordnete dieses Parlaments noch in dieser Gesetzgebungsperiode zusammentun könnten, wenn sie das Recht hätten, einen Club zu bilden. Nur wir dürfen es nicht. Und es gibt nicht nur fünf Abgeordnete in diesem Parlament, die derzeit keinem Club angehören, sondern eine wesentlich größere Zahl. Und was das jetzt im Detail bedeutet und welche Rechte von Abgeordneten hier geschmälert werden und wie hier zwei Klassen von Abgeordneten geschaffen werden, das wird jetzt Karl Oehlinger erklären und nach Karl Oehlinger werden die anderen Abgeordneten in Folge genau erläutern, worum es da geht. Dankeschön, einen schönen guten Tag. Die Causa ORF ist eine Sache, wegen der bin ich nicht hier, sondern wegen der Verfassungsbeschwerde, die ich für absolut berechtigt finde. Ich sage das als Abgeordneter der Grünen, wurde ja schon betont. Ich bin kein Vertreter der Liste Peter Pilz, aber ich halte die Beschwerde, die hier eingebracht wird, für absolut berechtigt und werde Ihnen das versuchen auch zu erklären. Als diese Bestimmung im Jahr 2013 eingeführt wurde, da hatte man im Auge durch diese neue Bestimmung nur innerhalb eines Monats nach der Bildung des Nationalrates darf ein Club gebildet werden, da hatte man im Auge die Bildung von Clubs dadurch zu erschweren, ganz klar. Im Hinterkopf war die Bildung des Team Stronachs und man wollte das generell für die Zukunft sozusagen verhindern, dass das, was damals passiert ist, aber auch schon vorher passiert ist mit dem liberalen Forum, dass sich ein neuer Club bildet, dass sich das wiederholt. Und man wollte generell natürlich fraktionslose Abgeordnete verhindern. Das Gegenteil ist eingetreten. Wir haben nicht einige wenige fraktionslose Abgeordnete, sondern wir haben 14 fraktionslose Abgeordnete. 14 aktuell, es waren auch schon einmal 15, jetzt sind es 14. Das heißt, diese Bestimmung greift nicht, beziehungsweise sie bewirkt das Gegenteil. Und sie ist auch in Zeiten, in denen Listen, Parteien sich neu bilden, manche auch vergehen, völlig unangebracht, weil sie die Arbeit von Abgeordneten behindert. Das an einem Beispiel erklärt. Neben mir sitzt der Abgeordnete Peter Pilz, der war einer der Motoren, das kann man so sagen, des Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung. Es war, sage ich als Grüner, eine großartige Leistung von ihm, aber auch eine großartige Leistung der Grünen, dass sie ihn dieses Werk als Mitglied des Untersuchungsausschusses beenden haben lassen. Es wäre jederzeit möglich, mit diesen Bestimmungen der Geschäftsordnung den Abgeordneten Pilz oder einen anderen wichtigen Menschen in einem Untersuchungsausschuss aus einer Fraktion auszuschließen und dann ist er oder sie nicht mehr Mitglied des Untersuchungsausschusses. Dann wäre in diesem Fall der Untersuchungsausschuss so ziemlich erledigt gewesen, ohne dass man den Untersuchungsausschuss beendet. Das heißt, da ist sehr viel Macht bei den Fraktionen. Macht, die einer Fraktion auch nicht zusteht, weil es das Recht jedes einzelnen Abgeordneten ist, nicht nur zu reden im Parlament, sondern auch zu arbeiten. Und das Arbeiten ist was wichtiger mittlerweile als das Reden. Das heißt, auch aus diesem Grund, aus diesem ganz wichtigen Grund, dass man nicht nur austreten oder übertreten kann, sondern auch ausgeschlossen werden kann, dass das eine mächtige Drohung in der Hand einer Fraktion oder Partei ist, halte ich diese Bestimmung schon für absolut überschießend. Das andere ist, und das wird auch in der Klage ausgeführt, wenn
jemand übertritt zu einer anderen Partei wie der ÖVP, dann wird diese Partei oder Fraktion belohnt. Wenn jemand oder mehrere eine neue Fraktion bilden wollen, dann darf das nicht stattfinden. Beispiel ÖVP. Die ÖVP hatte zu Beginn der Legislaturperiode, jetzt muss ich schauen, 47 Abgeordnete und hat sich jetzt durch die Übertritte aufgefettert auf 51 Abgeordnete. Das ist legal. Nicht legal wäre, wenn sich 5 Abgeordnete einer Fraktion fraktionslose Abgeordnete zusammenschließen und sagen, wir wollen eine eigene Fraktion bilden. Das halte ich für ein Riesenproblem und deshalb unterstütze ich die Klage, nicht aber der Liste Peter Pilz. Okay, danke. Karl Oehlinger hat damit einen entscheidenden Punkt angesprochen, nämlich, stellen Sie sich einmal vor, das passiert nicht gegen Ende der Legislaturperiode, sondern mitten in der Legislaturperiode. Dann kann es sein, dass Abgeordnete, die in den Nationalrat gewählt sind, zum Beispiel drei Jahre lang keinem Ausschuss als Mitglied angehören dürfen. Wenn es einen Untersuchungsausschuss gibt, und ich hätte mich schon früher von den Grünen getrennt oder sie sich von mir, ich hätte nie an einem Untersuchungsausschuss teilnehmen können. Das kommt alles dazu und noch etliches andere mehr und das wird jetzt Daniela Holzinger erläutern, bitte. Vielen Dank. Ich kann da nur anschließen an den Karl Oehlinger bereits ausgeführt hat. Wir stehen vor einer Situation, wo im Parlament aktuell 14 freie Abgeordnete vorhanden sind. 14 Parlamentarierinnen, die vom Wähler gewählt worden sind und eigentlich auch dazu gewählt worden sind, um zu arbeiten. Und genau diese Arbeit in den Ausschüssen, im Untersuchungsausschuss, aber natürlich auch in den zahlreichen Ausschüssen, die da sind, alleine was mich betrifft, Ausschuss Familie, Bildung, Konsumentenschutz, all das wird einem verhindert und verunmöglicht durch den Punkt, dass man sich entscheidet, man will keinem Club mehr angehören, sondern diese Rechte, die in der Bundesverfassung stehen, nämlich das freie Mandat und die freie Entscheidung, auch so abzustimmen, wie es das Gewissen und der Diskurs mit der Bevölkerung ergibt, auch wahrzunehmen. Diese Teilnahme in Ausschüssen ist ein Aspekt, wo aktuell 14 Mitglieder im Parlament keinerlei Möglichkeiten haben mehr, sich einzubringen. Darüber hinaus geht es natürlich auch um die Willensbildung in der Präsidiale, wo auch aktuell nur Clubs vertreten sein können. Und diese willkürliche Grenze, die bereits von Peter Pilz angesprochen worden ist, dass es zwar möglich ist, Clubs bis einen Monat nach Zusammentritt des Nationalrates zu gründen, auch Clubs außerhalb bestehender Parteien, das heißt, es können sich auch in dieser Phase Clubs bilden, wo sich freie Abgeordnete entscheiden, sich zusammenzufinden, zu 5 mindestens, aber darüber hinaus, nach dieser willkürlichen Monatsgrenze, sowas überhaupt nicht mehr möglich ist. Und das kann dazu führen, dass dann wirklich Abgeordnete, die gewählt worden sind, um fürs Volk zu arbeiten, nicht mehr arbeiten können, weil es rechtlich unmöglich und verunmöglicht wird. Ja, die Bundesverfassung sieht das nicht vor. Die Bundesverfassung sieht das Freimandat vor. Die Bundesverfassung sieht nicht vor, dass es 2 Klassen von Abgeordneten geben soll. Die einen, die Rechte haben und die anderen, die nur im Parlament ihre Reden halten dürfen, aber keinerlei Arbeit mehr in Ausschüssen leisten dürfen und sich auch nicht mehr in der Präsidiale einbringen dürfen. Und das verletzt meiner Meinung nach und unserer Meinung nach dezidiert die Grundsätze parlamentarischer Demokratie. Wir haben ein Listenwahlrecht. Es sind Menschen und Personen, an denen die Mandate hängen, die von der Bevölkerung in Auftrag gekriegt haben, setzt euch für uns ein und hackelt was. Und genau diesen Menschen wird das verunmöglicht. Und das ist meiner Meinung nach ein Widerspruch zum Grundsatz der parlamentarischen Demokratie, wie er auch in der Bundesverfassung verankert ist, aber natürlich auch unsachlich und eine Verletzung des Gleichheitssatzes. Ein Abgeordneter, der einem Club angehört, ist nicht gleich viel wert, beziehungsweise hat nicht dieselben Rechte wie ein Abgeordneter, der sich entscheidet, das freie Mandat zu leben und im Parlament seine Arbeit zu verrichten und in den Ausschüssen. Der Zusammenschluss widerspricht, also der Zusammenschluss von Abgeordneten zu einem Club, aber natürlich auch das Austreten aus einem Club, ist eine Konsequenz aus dem Prinzip des freien Mandates. Und wenn man das verunmöglicht und verhindert, dann widerspricht das Ganze der Verfassung. Deshalb die Individualbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof. Wir stehen vor einer Situation, wo wir und unserer Meinung nach das Ganze
wo wir grobe Bedenken haben, was die Verfassungsmäßigkeit betrifft. Der Karl hat weiterhin ausgeführt, das Ausscheiden wird erschwert, wird penalisiert. So halten sie die Parteien, sagen wir mal, stark und auch die Macht über die einzelnen Abgeordneten relativ hoch. Auszusteigen aus einem bestehenden Club heißt einfach, seine Rechte zu verlieren. Und der Wechsel wird gefördert und akzeptiert. Das heißt, die Parteien schirmen sie untereinander, die Abgeordneten hin und her. Und das widerspricht meiner Meinung nach völlig den Grundsätzen parlamentarischer Demokratie. So, danke schön. Wolfgang Zinger, als nächstes gibt es weiter. So, und jetzt haben wir in meiner Person so einen sehr konkreten Fall. Ich, also aufgrund meines Verlangens, muss man richtig sagen, ist ja ein kleiner Untersuchungsausschuss zum Thema Bundesdenkmalamt eingerichtet worden. Und dieser Untersuchungsausschuss findet jetzt mit seiner nächsten Sitzung am 13. statt. Aber ich kann dort nur zuhören. Meine ganze Vorarbeit, die ich geleistet habe, auch meine Eingaben in der ersten Sitzung, kann ich mehr oder weniger einpacken. Ich kann mal zuhören, was die anderen daraus machen. Ich bin auf die Gnade angewiesen der anderen Fraktionen, der anderen Parlamentarier, die da drinnen sitzen, ob sie mir ein Rederecht gewähren. Ja? Das heißt, mit Mehrheit muss da abgestimmt werden und wenn die Mehrheit dafür ist, dann kann ich dort reden. Abstimmen kann ich trotzdem nicht. Das heißt, alles, was ich an Vorarbeit geleistet habe, alle Informationen, die ich habe, alle Fragen, die ich vorbereitet habe, könnten unter Umständen umsonst gewesen sein. Und das heißt dann, dass auch ein Stück Aufklärung für Österreich verloren geht. Ja? Weil ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich ein Verlangen habe in Richtung Untersuchung des Bundesdenkmalamts, dass die anderen Abgeordneten die gleichen Informationen und die gleichen Möglichkeiten haben, das aufzudecken, was ich vorgeleistet habe. Und was ist das jetzt sozusagen übertragen auf das Gesetz, das wir jetzt haben? Im Prinzip stärkt dieses Gesetz, das wir da jetzt kritisieren und wo wir sagen, das gehört dringend geändert, im Prinzip stärkt das die Parteiendemokratie, aber nicht die parlamentarische Demokratie von 183 Abgeordneten. Denn wenn ein Abgeordneter sich große Mühe gibt und etwas aufdeckt und Dinge verändern möchte und gute Gründe dafür hat, dann bleibt er damit allein und die parlamentarische Demokratie der Parteien fährt über ihn drüber, rollt über ihn hinweg. Und das ist doch etwas, was wir alle nicht wollen. Wir wollen ja nicht die Parteiendemokratie stärken, sondern die parlamentarische Demokratie von 183 Abgeordneten. Ich glaube, dass da ein Fehler in der Richtung passiert ist, der korrigiert gehört und dafür setzen wir uns ein. Ich bin es gewohnt zu arbeiten im Parlament. Ja. Einen der Ausschüsse, in dem ich zentrale und maßgebliche Arbeit geleistet habe und diesen Ausschuss auch bestimmt habe, ist der Budgetausschuss. Der wird kommenden Mittwoch tagen. Ich darf an diesem Ausschuss teilnehmen. Ich darf zuhören. Ja. Wenn ich was sagen will, dann bin ich auf die Gnade der anderen Fraktionen angewiesen, die mir mit einer Mehrheit ein Rederecht zugestehen. Dann darf ich mich auch zu Wort melden in diesem Ausschuss. Da ich aber nicht mehr Mitglied dieses Ausschusses bin, darf ich nicht mehr abstimmen darüber, was in diesem Ausschuss passiert. Und das finde ich einen unerträglichen Zustand, gerade deshalb, weil eben hier ein System geschaffen wurde mit dieser Bestimmung 2013, das ein Zweiklassensystem schafft. Abgeordnete, die in Ausschüsse gewählt werden können und dort arbeiten oder nicht arbeiten, je nachdem. Und Abgeordnete, die sich entschlossen haben, so wie ich, meine Fraktion zu verlassen, bin jetzt fraktionsloser Abgeordneter, habe aber damit alle Rechte verloren, in den Ausschuss zu gehen. Und diesen Zustand finde ich unerträglich und daher glaube ich, dass diese Klage auch aus demokratiepolitischen Überlegungen her volle Berechtigung hat und ich stehe daher zu 100% hinter dieser Klage. Das war es schon, danke. Ich möchte nur ganz kurz was ergänzen. Alle vier Kolleginnen und Kollegen haben jetzt, glaube ich, sachlich gut begründet.
Im Jahr 2013 hat eine Mehrheit aus SPÖ, ÖVP und Freiheitlicher Partei ein Gesetz geschaffen, das zum ersten Mal die Abgeordneten des Nationalrates in zwei Klassen geteilt hat. In eine Klasse der traditionellen Clubs, die alle Rechte besitzen, und in eine Klasse von weitgehend rechtlosen Abgeordneten, die keinem der traditionellen Clubs angehören. Die ORF-Geschäftsführung hat aus dem Zweiklassensystem des Parlaments ein Zweiklassensystem im ORF gemacht, in der Wahlberichterstattung, und hat das 1:1 übernommen. Das Geschäftsordnungsgesetz des Nationalrates widerspricht unserer Auffassung nach der österreichischen Bundesverfassung. Deshalb wird heute mit unseren 5 Unterschriften beim Verfassungsgerichtshof eine Individualbeschwerde eingebracht. Das könnte auch ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete alleine einbringen. Wir haben die Zahl 5 gewählt, weil sie ident ist mit der Zahl, die früher zur Gründung eines Clubs berechtigt hat. Und damit bringen wir zum Ausdruck, unter den 14 Abgeordneten gibt es viele Möglichkeiten, heute einen Club zu bilden, aber es gibt kein Recht, einen Club zu bilden. Die Individualbeschwerde, eine Erkenntnis zu dieser Individualbeschwerde wird sicherlich nicht vor dem Wahltermin geben. Da braucht man sich keine Illusionen machen. Wenn der Verfassungsgerichtshof jetzt ganz schnell arbeitet, kann er uns vielleicht noch mit einer Erkenntnis vor dem 15. Oktober überraschen. Ich gehe nicht davon aus. Aber es wird für uns, für das Parlament und, glaube ich, letzten Endes auch für den ORF von Bedeutung sein, wie der Verfassungsgerichtshof in dieser Frage erkennt. Ich kann nur sagen, und wenn Sie dazu Fragen haben, unser Anwalt Andreas Manak sitzt hier in der zweiten Reihe. Es gibt, glaube ich, rechtlich sehr, sehr gute Begründungen für diese Individualbeschwerde. Letzten Endes geht es aber politisch um zweierlei. Es geht erstens darum, frei gewählte Abgeordnete in ihren Rechten zu schützen, vor Clubzwang, vor Fraktionszwang und vor einem verfassungswidrigen Geschäftsordnungsgesetz. Und es geht auch darum, den ORF vor Regierungszwang zu schützen. Wir haben immer verteidigt die unabhängige Berichterstattung von hochqualifizierten und hochengagierten Journalistinnen und Journalisten des ORF. Und zwar in der Regel immer gegen ÖVP, FPÖ, manchmal gegen die SPÖ. Das werden wir auch in Zukunft tun. Daran wird sich nichts ändern. Und ich weiß auch, dass es etlichen im Unternehmen überhaupt nicht leicht fällt. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein möglicherweise verfassungswidriges Gesetz einen Vorwand liefert, dass eine chancenreiche Liste komplett aus der Wahlberichterstattung ausgesperrt wird. Aber der ORF trägt selbst eine Verantwortung, weil das Geschäftsordnungsgesetz ist für die Geschäftsführung des ORF eine Ausrede. Der ORF hat ausschließlich selbst zu entscheiden, wie er den Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der im ORF-Gesetz in § 4 festgehalten wird, umsetzt. Das hat nichts mit dem Geschäftsordnungsgesetz zu tun und nichts mit dem Nationalrat zu tun. Und allein, dass sich die ORF-Geschäftsführung auf das Geschäftsordnungsgesetz des Nationalrates und seine Abgeordneten feindliche Veränderungen im Jahr 2013 ausredet, zeigt ja, dass es keine sachliche Begründung im Sinne des ORF-Gesetzes gibt. Das ist der Punkt. Unsere Aufgabe ist es nicht, den ORF anzugreifen, sondern alles als Abgeordnete für die Freiheit des ORF und für den gesetzeskonformen Auftragserfüllung des ORF zu tun. Wenn ich einen ORF will, in Zukunft, der seinem gesetzlichen Auftrag nachkommt, und der gesetzliche Auftrag ist ausreichend beschrieben, dann will ich im ORF keine ungarischen Verhältnisse, sondern britische Verhältnisse. Mein Vorbild ist immer noch die BBC. Und nicht das Staatsfernsehen in Budapest. Und da wird sich der ORF, da wird sich die Geschäftsführung entscheiden müssen. Das ist nicht Gegenstand der heutigen Pressekonferenz, über welchen Instanzenweg unsere Liste versucht, ihre Rechte aus dem ORF-Gesetz geltend zu machen. Das möchte ich heute auch nicht erläutern. Aber wir werden alle rechtsstaatlichen Instrumente in Anspruch nehmen,
um unsere Rechte aus dem ORF-Gesetz zu wahren. Wenn die ORF-Geschäftsführung dazu nicht bereit ist, diese Auseinandersetzung führen wir. Nicht gerne, aber mit allen Konsequenzen und mit allem Nachdruck. Und glauben Sie uns eines, der Rechtsstaat bietet uns dazu ausreichend Möglichkeiten. Punkt. Fertig. Dankeschön. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt. Ja. Ich gebe es darüber. Das ist eine sehr hypothetische Frage. Ich unterstütze die Beschwerde. Die finde ich voll inhaltlich gerechtfertigt. Reicht Ihnen das? Die zweite Frage dann noch, ist das abgesprochen mit dem Club? Ich habe den Club informiert, ja. Weiß ich nicht. Ja, es könnte schon sein, dass der eine oder die andere das nicht so gut findet, aber dazu ist mir das Anliegen zu wichtig. Es gibt Sachen, und das passiert ja selten genug, wo man sagen muss, ich sage Ihnen das, weil ich 20 Jahre diesen österreichischen Parlamentsbetrieb kenne und auch ein begeisterter Parlamentarier bin. Da denke ich mir, da ist es einfach wichtig, nicht zu schweigen, damit das Arbeiten in diesem Parlament auch in Zukunft möglich ist. Und zwar ein Arbeiten für jeden und jede Abgeordnete. Ich hatte einen Zustand, in dem man 14 fraktionslose Abgeordnete hat. Das ist eine unerhört große Zahl von fraktionslosen Abgeordneten. Und sagt, naja, können wir halt nichts machen, die können halt nicht wirklich arbeiten. Das halte ich eigentlich für unerträglich. Das ist fast ein Zehntel des Parlaments. Und ich glaube auch, dass jetzt unabhängig davon, wie diese nächste Wahl ausgehen wird, sich Zustände, wie sie jetzt am Schluss in diesem österreichischen Nationalrat waren, auch in Zukunft ereignen können. Ich habe nur zufällig mir angesehen, nicht in Vorbereitung auf den heutigen Tag, in den letzten Tagen, den Kärntner Landtag, die Zusammensetzung. Dort hat sich das Team Stronach völlig, oder Team, na, das BZÖ, Entschuldigung, ja, das BZÖ hat sich vollkommen aufgelöst. Die zwei Menschen sind ausgetreten. Was sind die jetzt? Ist mir eh jetzt zunächst einmal egal. Mir geht es nur um die Beschreibung eines Zustandes. Einer ist aus dem Team Stronach übergewechselt zur FPÖ, aber nicht zum FPÖ-Club. Warum, weiß ich nicht. Also es tut sich einfach in den Parlamenten, nicht nur im Nationalrat, sehr viel. Es bilden sich, das merkt man ja an dem Wahlzettel, neue Listen, neue Parteien. Und die Geschäftsordnung nimmt da sehr, sehr wenig Rücksicht darauf, beziehungsweise kennt nur das Recht der Stärkeren. Also profitiert hat von dieser Änderung der Geschäftsordnung im Jahr 2013 die ÖVP in erster Linie. Das ist Zufall, das ist kein Vorwurf an die ÖVP, aber es ist ein Faktum. Und ich sage kurz noch was ausnahmsweise zu den Grünen. Das tue ich seit dem Linzer Bundeskongress sehr selten. Wenn Sie in die Parlamentskorrespondenz reinschauen im Jahr 2013, dann werden Sie der Parlamentskorrespondenz entnehmen, dass die Abgeordneten des Grünen Clubs diese Regelung scharf kritisiert haben. Und ich glaube, da hat sich nichts geändert. Wir haben damals schon gewusst, dass es da ein Problem gibt und wir wissen das auch heute. Und deswegen ist es, glaube ich, etwas einfacher, dass auch Abgeordnete des Grünen Clubs sagen, das soll der Verfassungsgerichtshof klären. Warum haben Sie sich damals noch nicht klargestellt? Das hätten wir damals tun können. Wir haben selber uns viel später erst überlegt, dass da wirklich ein Problem entsteht. Wir haben nicht geglaubt, dass es so eine große Zahl an fraktionslosen Abgeordneten gibt. Wir haben nicht geglaubt,
dass sich das explosionsartig vermehren wird. Wir haben nicht geglaubt, wir haben das alle für unmöglich gehalten, dass einmal ein knappes Zehntel des österreichischen Nationalrates eine zweite Klasse von Abgeordneten bilden wird. Wir haben damals, wir waren überzeugt, dass es sich um eine falsche Entscheidung handelt, aber wir wissen erst heute, dass das ein wirkliches Problem des Parlaments geworden ist. Und ich sage noch eins dazu. Wir haben nicht geglaubt, dass die ORF-Geschäftsführung die verfassungswidrige Schaffung von zwei Klassen von Abgeordneten missbraucht, um zwei Klassen von wahlwerbenden Listen zur nächsten Nationalratswahl zu schaffen. Auf diese Idee konnte im Jahr 2013 niemand kommen, oder vielleicht hat meine Fantasie nicht ausgereicht. Nein. Also es gibt gute Gründe, warum ich bei den Grünen bin, und das ändert nichts daran, dass ich natürlich auch mit der Liste Peter Pilz, das wäre alles andere, wäre ja absurd, ihren politischen Positionen in bestimmten Fragen Gemeinsamkeiten sehe, in anderen Fragen wieder nicht. Aber ich bin ein Grüner und ich bleibe ein Grüner. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen da jetzt nicht eingehen auf die Details, wie Sie sonst noch gehen vorgehen wollen. Das verstehe ich nicht ganz, warum. Sie haben in den letzten Tagen auch sehr groß. Nein, wenn Sie mich fragen, gern. Ich glaube, wir wollen bezüglich der 5-Millionen-Klage und so weiter und so fort. Ist das etwas Strategiewechsel? Nein. Von der einen, von dem anderen Ansatz darauf jetzt auf die Verfassungsebene zu gehen? Nein. Ich habe immer. Ich habe in den letzten 14 Tagen immer angekündigt, dass es zwei rechtliche Wege gibt, die wir beide beschreiten wollen und beschreiten müssen. Das eine ist der Kern des Problems in der ORF-Geschäftsführung, die ständige Verletzung des ORF-Gesetzes durch die ORF-Geschäftsführung. Da gibt es nach § 36 des ORF-Gesetzes nur einen Weg, der führt zu Com Austria in Form einer Beschwerde. Die Com Austria befindet darüber. Der Instanzenzug, je nachdem für wen es negativ ausgeht, geht zum Verwaltungsgerichtshof. Ja. Diese Beschwerde schon eingebracht? Nein, an dieser Beschwerde wird gerade gearbeitet. Die wird Anfang nächster Woche fertig sein. Wie? Der wird heute eingebracht, der ist fertig, Sie kriegen eine Kopie davon. Ja. Das ist bereits unterschrieben. Bruno Rosmann ist als letzter gerade aus Villach gekommen und hat jetzt alle Presseexemplare einzeln unterschreiben müssen. Er ist noch nicht fertig. Er wird noch fertig unterschreiben. Wer nicht einverstanden ist mit dem Erkenntnis von Com Austria oder eventuell auch Verwaltungsgerichtshof, also sagen wir so, wenn Com Austria oder Verwaltungsgerichtshof in unserem Sinne entscheiden, dann haben wir einen Rechtstitel, um uns an ein Zivilgericht zu wenden und dort eine Feststellungsklage zu beantragen. Die Feststellungsklage kostet nicht viel, da gibt es keinen riesen Streitwert. Das ist eine einfache gerichtliche Feststellung. Ja, hier ist ein Schaden entstanden. Ich gehe davon aus, in Kenntnis solcher Verfahren, dass wir mal schauen müssen, wie Com Austria bzw. Verwaltungsgerichtshof entscheiden. Ich halte das für ein sehr offenes Verfahren, weil sich da viel in der letzten Zeit geändert hat. Und führende Verfassungsrechtler wie etwa Professor Berger aus Salzburg inzwischen die Rechtsposition vertreten, dass die alten Vorstellungen auch von Com Austria nicht mehr haltbar sind. Da wird sicherlich was Neues geben. Wenn es in unserem Sinn ausgeht, wird, glaube ich, einem Zivilgericht nicht viel anderes übrig bleiben, um auf Basis dieses Erkenntnisses dann festzustellen, ja, es ist ein Schaden eingetreten, aber das stellen wir einfach fest. Dann geht es um die Bemessung der Höhe des Schadens. Da wird es ein bisschen teurer, weil es dann einen Streitwert gibt. Aber wenn es die Feststellung des Zivilgerichtes bereits gibt, dann sind wir als Beschwerdeführer bzw. Kläger in dieser Situation eigentlich schon auf der sicheren Seite. Was dann passiert, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur mal gesagt, die untere Grenze, wenn ein wirklicher Schaden eintritt, wird sich wahrscheinlich in der Höhe von etwa 1 Million Euro pro Jahr in einer Gesetzgebungsperiode bewegen. Das wären in 5 Jahren 5 Millionen Euro. Aber es macht einen riesen Unterschied,
ob zum Beispiel die Zensur durch die ORF-Geschäftsführung ganz entscheidend daran beteiligt ist, dass wir zum Beispiel nicht in den Nationalrat einziehen, was aus heutiger Sicht unwahrscheinlich ist, dann tritt wahrscheinlich ein gewaltiger Schaden ein. Oder ob, was schwer zu bemessen ist, wir dann möglicherweise weniger Mandate haben. Das wird dann auch mit einer erfolgreichen Feststellung schwerer zu bemessen sein. Aber im Fall des Nicht-Einziehens, was ich mir ja nicht wünsche und dem ORF auch nicht wünsche, kann das für den ORF immens teuer werden. Weil da geht es dann nicht um 1 Million pro Jahr, sondern da geht es dann um wesentlich mehr. Und zwar um mehrere Millionen. Dann kann das auch ein 20-Millionen-Verfahren werden. Und der ORF, die ORF-Geschäftsführung, ich habe es heute immer gewünscht und als wirklich schon Altabgeordneter darf man sich auch öffentlich was wünschen. Ich habe immer gewünscht, dass die ORF-Geschäftsführung an die Seherinnen und Seher denkt. Das passiert ja immer wieder. Dass sie auch an die wirtschaftlichen Zustände des ORF denkt. Ich weiß nicht, ob der Dr. Rabitz irgendwo ein geheimes ORF-Sparbuch mit 5 Millionen versteckt hat und sagt, das ist eh wurscht. Aber bis jetzt war ich immer der Meinung, dass der ORF ein Unternehmen ist, dem sehr wichtig ist, im Interesse seiner Seherinnen und Seher. Und ich sage jetzt absichtlich nicht Hörerinnen und Hörer, weil diese Kritik nicht in dieser Art das ORF-Radio trifft. Das sage ich nur so mal nebenbei. Das ist eine Fernsehgeschichte, weil sich das Interesse der Regierungsparteien immer aufs Fernsehen konzentriert hat. Fragen Sie mich nicht, warum. Das wird Rabitz besser wissen als ich. Das ist halt die Situation, ich habe immer geglaubt, die interessieren sich in der Geschäftsführung für die Seherinnen und Seher, also für die Reichweite und für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens. Aber wenn die Stimmung im Stiftungsrat noch wichtiger ist, dann ist es bedauerlich. Das kann man nur auf eine Art und Weise nachhaltig verhindern, indem man durch eine Reform des ORF-Gesetzes in Zukunft den Stiftungsrat abschafft. Und das halte ich für eine ganz ausgezeichnete Idee. Ihre Argumentation war ja jetzt zuerst, Sie gehen auf die Geschäftsführung los, nicht, dass die Journalisten sind jetzt dann durch das ORF-TV durchaus auch unheimlich angenehm. Journalisten, die im Laufe der Jahre immer sehr gern die Redaktionsstuben, die Wahl ihre nächsten Häufungen und ähnliche Dinge. Das ist ein Missverständnis. Ich kenne keine Journalistinnen oder Journalisten des ORF, die entschieden haben, eine ganze wahlwerbende Liste von Sommergesprächen, von Konfrontationen von Elefantenrunde auszuschließen. Sagen Sie mal einen einzigen Journalisten oder Journalistin des ORF, die das öffentlich vertreten, dass sie der Meinung sind, wir sollen ausgeschlossen werden. Ich kenne bis jetzt niemanden. Ich kenne nur einen ORF-Generaldirektor, der das vertritt. Nein, ich gehe die Geschäftsführung an. Ausdrücklich. Und sicherlich nicht die Journalistinnen und Journalisten des ORF. Die Journalistinnen und Journalisten des ORF haben unter dem Stiftungsrat und unter Regierungseinflüssen in der Vergangenheit und in der Gegenwart schon genug gelitten. Wir haben immer einen freien und unabhängigen ORF verteidigt. Und die freie und unabhängige Arbeit von Journalisten und Journalistinnen dort. Und wir waren oft die Einzigen im Nationalrat. Und auch wenn wir heute die Betroffenen dieser Entscheidung sind, dann werden wir trotzdem sehr penibel unterscheiden zwischen den hochqualifizierten Redakteurinnen und Redakteuren des ORF, auch und gerade im Fernsehen, und einer Geschäftsführung, die im Vergleich in Qualifikation in jeder Hinsicht dem Ganzen, den allen nicht das Wasser reichen kann. Und sie nicht in dem Maße vertritt, in dem das in dem ORF-Gesetz steht. Weil da geht es ja auch um die Vertretung von Interessen von Journalistinnen und Journalisten, die ordentliche Arbeit leisten und dann plötzlich sehen, dass sie gezwungen werden, in einem Wahlkampf zu einem gewissen Maß an Einseitigkeit, das niemals aus den Redaktionen kommen würde. Glauben Sie mir, ich kenne die Redaktionen des ORF gut genug. Die Probleme sind immer oben. Das ist die Geografie der Probleme. Ja. Ich habe keine Zeit, um mal nachfragen. Selbst wenn die vom Austria zu diesem Sinn entscheiden sollte und sie dann eine Feststellung, die sie sozusagen haben, und zu mir gehen können, das hilft ihnen ja in der aktuellen Wahlauseinandersetzung. Genau null. Ganz genau null. Nur erstens können wir es uns nicht gefallen lassen.
Zweitens, wenn wir schon das am eigenen Leib, am eigenen politischen Leib erleben, wie hier Macht missbraucht wird seitens der ORF-Geschäftsführung, müssen wir uns zumindest öffentlich zur Wehr setzen. Ich lasse mich und wir lassen uns einfach nicht so behandeln. Und ich habe noch nie bei einem vorsätzlichen und ständigen Gesetzesbruch in dieser Republik zugeschaut. Und das ist mir wurscht, ob das der Innenminister ist oder der ORF-Generaldirektor. Wenn sich Leute nicht an die Gesetze halten, dann stehe ich als Abgeordneter einer gesetzgebenden Körperschaft auf und sage, das geht nicht, das akzeptiere ich nicht. Und ich sage Ihnen noch was. Ich bin eigentlich sehr froh über eine ganz bestimmte Entwicklung. Nämlich, dass sich alle Medien dieser Republik, elektronische und Printmedien, penibel an das ORF-Gesetz halten. Mit einer Ausnahme, die ORF-Geschäftsführung. Alle anderen halten sich ans ORF-Gesetz. Nur alle anderen müssen es ja nicht. Und die tun es aber trotzdem. Die Kleine Zeitung zum Beispiel ist ein Vorbild in der Befolgung des ORF-Gesetzes. Das haben sie jetzt davon. So schaut es aus. Ich weiß das nicht. Wenn ich etwas weiß vom Herrn Dr. Brabetz, ist dass er Argumenten sehr zugänglich ist. Das habe ich jetzt schön formuliert. Na, was bleibt uns anders über, als die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen? Wir sind nicht im Stiftungsrat vertreten, wir sind keine Regierungspartei. Wir sind eine wahlwerbende Liste, die ausgeschlossen wird. Unser einziges Mittel ist die Öffentlichkeit. Wir haben kein anderes Mittel. Wir können nur das machen. Und welche Bedeutung das für den ORF hat, ich weiß es für die Geschäftsführung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es dem Dr. Wabitz wurscht ist, wenn wir gehen davon aus, dass Hunderttausende Menschen in Österreich bereit sind, unsere Liste zu wählen. Wir gehen davon aus, dass weitere Hunderttausende sich überlegen, ob sie unsere Liste wählen oder wen anderen wollen oder gar nicht wählen. Und wir gehen davon aus, dass sich Hunderttausende Menschen, wahrscheinlich eine 500.000 oder mehr ORF-Seherinnen oder Seher, ein Urteil bilden wollen. Und das Urteil können sie sich nur bilden in den Gegenüberstellungen. Ja, bei ATV und Puls 4 und bei Servus TV bin ich eingeladen. Na, selbstverständlich. Und da werde ich mit Kern, Kurz und Strache diskutieren. Nur nicht im ORF. Die Kleine Zeitung lädt mir ein, der Kurier lädt mir ein, die Kronenzeitung lädt mir ein, der Standard lädt mir ein. Alle, quer durch. Kommt gerade von den Vorarlberger Nachrichten. Alles kein Problem. Der ORF. Schauen Sie mal die Wochenplanung für die Erstauftritte, für die Wahlkampferöffnungen einiger Listen. Unser Wahlkampfauftakt war nicht einmal in der Planung. Da haben dann Journalisten und Journalistinnen dafür gesorgt, haben wir das genau angeschaut. Und dann Journalistinnen und Journalisten des ORF dafür gesorgt, dass darüber berichtet worden ist. Das finde ich gut so. Wie sollte das? Ich unterstütze die Verfassungsbeschwerde. Ja. Die ORF-Geschichte ist ja, da wendet sich eine Liste, die betroffen ist, an die Com Austria. Und nicht zwei Fraktionen. Die Grünen haben da das Glück, dass sie nicht davon betroffen sind. Ich bin sie ja nicht neidig. Hoffentlich. Nein, wir haben zum Glück schon noch einiges gemeinsam. Ist ja nicht so. So, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann herzlichen Dank. Die Klage wird von Bruno Rossmann live, wo auch immer, unterschrieben und steht dann zur Verfügung. Und wenn irgendwer rechtliche Fragen hat, an unseren Anwalt, der Andreas Marx sitzt da.